Hi Leute und willkommen zurück zu Riders of Icarus. Heute mit großen Neuigkeiten, deshalb kommt dieses Video auch ein bisschen später, weil ich auf die offizielle Ankündigung warten musste. Aber zuerst mal gucken wir uns an, was es jetzt gab beim ganz normalen Serverwartung und Patch und beim Fix. Erstmal natürlich, der Daily Login ist wieder da. Wir haben zusätzlich noch ein 7-Tage-Login bekommen. Die Schriftbelohnung für den September, die wir jetzt schon ausgelassen haben, sollten wir bekommen haben. Ja, die haben wir bekommen. Zusätzlich für die Leute, die am Wochenende beim Icarus Day dabei waren, also wo man sich alle 3 Stunden einloggen konnte und dann immer ein Item bekommen hat. Und ein paar haben halt Sachen nicht bekommen oder Sachen haben falsch funktioniert. Die wurden jetzt nochmal hinzugetan. Die Angel, dieses Schulterrabenpad, nochmal Elon, nochmal eine Box und heroische Blessing Potion. Und dieser Boost Talisman solltet ihr auch bekommen haben. Okay, was noch? Das Würfel-Event ist vorbei. Ihr seht, man hat auch die ganze Deko entfernt. Zum Glück, muss ich sagen, denn es war wirklich langweilig. Sie hätten sich echt was Besseres ausdenken können. Und eben gerade, beziehungsweise vor rund 40 Minuten, wer es noch nicht gesehen hat, beziehungsweise wer nicht so genau in den Launcher schaut oder auf die Webseiten, so wie ich, der hat es vielleicht übersehen, aber der neue Content wurde angekündigt, also wirklich, wie gesagt, vor 40 Minuten erst. Und ja, wir werden nach Turinan gehen, ins Turinan Valley. Und da natürlich ein paar neue Dungeons erkunden. Wir bekommen das Max Level 67, das war in Korea genauso. Und dann irgendwann gibt es nochmal ein Patch auf 70. Ich weiß zwar nicht, was das soll, warum das nicht zusammen gemacht wird, aber ist schon cool. Wir werden den Dungeon Grab des Würms bekommen. Wir werden 15 neue Mounts bzw. Pets dazu bekommen. Ein paar neue, ein paar einfach nur Recolor Designs. Mal schauen, wie das wird. Hier sind auch schon ein paar Screenshots von dem Gebiet. Beziehungsweise so. Naja, Preview-Bilder. Ich weiß nicht, ob das richtige Screenshots aus Ingame sind oder ob das einfach nur vom Publisher irgendwelche bereitgestellten Bilder sind. Wir können mal in die Patch Notes schauen. Ich habe die hier zwar schon einmal angemacht. Ha, die gibt gar nicht mehr. Okay. Ich habe die vorhin einmal angemacht und mir auf Deutsch übersetzen lassen mit Google Chrome. Neue Region, ist klar. Neues Level Cap, neue Dungeons, neue Familiaris. Bitteschön. Und das Ganze soll dann passieren am 20. September. Soll. Das heißt nicht, es muss. Sie haben zuerst, haben sie auch angegeben, dass im Oktober, Quatsch, im August der neue Content-Patch kommt. Und ja, das sind mal gute Neuigkeiten, dass es endlich kommt, dass es einen bestätigten Termin gibt oder auch nicht. Denn irgendwie finde ich die Seite jetzt schon wieder nicht. Ich versuch's nochmal. Doch, jetzt geht's wieder. Also, wie gesagt, jetzt ist sogar 47 Minuten her. Das ist ja die alte geladene Seite. Ja, Level 67. Wie gesagt, warum sie es nicht gleich auf 70 gemacht haben. Keine Ahnung. Klar, neue Skills für die Klassen. Wie viele, weiß ich jetzt gerade nicht, ob das jetzt 1 oder 2 sind. Eigentlich gibt es ja alle 5 Level 9 Skill.
Oder eine passive. Ich weiß nicht, ob bei 65 und 67 was gibt es. Kann sein. Wie gesagt, werden wir alles sehen. Dann am 20. September. Ja, mehr wurde zwar jetzt noch nicht gezeigt, aber wir hoffen natürlich, dass da noch irgendwas zukommt. Wir schauen noch mal schnell auf die Patch Notes. Diese Sachen müsstet ihr bekommen haben, wenn ihr am Wochenende eingeloggt wart. Sonst solltet ihr nur, ich glaube, nur diese Schriftrolle haben. Kann das sein? Oder sind das diese, die uns fehlen? Ne, das sind. Ne, das wären zu viele. Naja, egal. Wie gesagt, World Buff ist weg. Ein paar Übersetzungen wurden berichtigt. Das Event mit dem Würfel ist weg. Die 7-Tage-Belohnung ist da. Blablabla. Das wird gemacht. Das wird gemacht. Okay. Ja, das war alles. Darauf freue ich mich besonders. Geht man nicht davon aus, dass jetzt irgendwie noch irgendwelche geilen Events jetzt noch vorher kommen. Die werden sich jetzt hart darum kümmern müssen, dass dieses große Content-Ding gut und ordentlich funktioniert. Denn die letzten 2,5 Monate waren ja immer Chaos mit Eventbossen, die nicht funktioniert haben, Servererwartungen, die bis zu 6 Stunden länger gedauert haben. Da werden die richtig schuften müssen, damit das auch wirklich funktioniert dann am ersten Tag und nicht nur man 5 Minuten was macht von neuem Content und dann geht es nicht mehr weiter. Deshalb, da werden sie sich voll drauf konzentrieren und alles andere dann nebenbei liegen lassen, wie wir gemerkt haben. Die haben es erst 2 Tage später gemerkt, dass der Daily Login für den Monat nicht da ist, und das statt ihn gleich zu fixen, haben sie eine Woche gewartet. Einfach weil sie den ganzen Stress jetzt haben mit dem neuen Content. Aber es nehmen wir ihn nicht übel, solange sie ihn bringen und der neue Content dann noch läuft, sind wir, glaube ich, alle zufrieden. So, das war's dann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, Leute.